Ja, hallo liebe Freunde. Nachdem ich das letzte Mal einen Fatburner, also wirklich einen nicht zulässigen, bedenklichen Fatburner, mit, was die Inhaltsstoffe gesundheitlich anbelangt und Zulässigkeit anbelangt, vorgestellt habe, das F7, das war ein Selbstversuch. Da gab es eine riesen Resonanz. Über 5000 Leute haben sich das angeguckt in ein paar Tagen. Anscheinend interessiert es und deshalb heute mal genau das Gegenteil. Ich stelle also einen NO-Booster vor, hundertprozentig natürlich. 100% vegan, 100% dopingfrei. Und zwar nennt sich das Ding Red Nitro. Dies ist wirklich auch eine Bewerbung des Produkts, weil ich das total super geil finde. Könnt ihr auf der Homepage auch finden bei uns, auf bodiesinternational.de. Es ist ein Produkt der neuen Serie. Wir richten uns jetzt wirklich an die gesundheitliche Seite, an die Leute, die Fitness, auch Bodybuilding machen, aber eben der Gesundheitsaspekt auch ganz vordergründig steht. Das Interessante an dem Produkt ist, es enthält einen Rote-Bete-Extrakt. Nachgewiesenermaßen ist es so, dass Rote-Bete Sauerstoff anreichert in die roten Blutkörperchen, dass es zumal bei Belastungen die Schmerzempfindlichkeit reduziert und auch hilft, NO zu bilden, also das bedeutet mehr Pump, bessere Durchblutung der Gefäße. Als Steigerung ist natürlich das bewährte L-Arginin drin, allerdings als Dreifachformel. Wir haben also sowohl Freeform L-Arginin, das sofort wirkt, wir haben dann L-Arginin AKG und L-Arginin HCl, also Hydrochlorid. Das bedeutet, ihr habt einen relativ langen Zeitraum, wo dieses L-Arginin sich positiv auf die Gefäße und Durchblutung auswirkt. Und das wiederum ist gut für die Muskelbildung und für den Stoffwechsel. Also nichts zu verachten. Es ist wirklich eine tolle Hilfe. Ich liebe das. Also es hat auch für viele den Vorteil durch die Gefäßerweiterung, dass es positiv sich auf die Potenz auswirkt, grundsätzlich auf das Wohlbefinden. Und wie gesagt, so sehen die Dinger aus. Das ist wirklich, also sind rote Kapseln, riechen auch so ein bisschen nach roter Bete. Und natürlich kann man rote Betesaft trinken. Aber ihr müsstet dann, um den positiven Effekt zu haben und täglich wirklich den positiven Effekt haben, wie so ein 24-Stunden-Pump, müsst ihr wirklich dreimal am Tag rote Bete trinken. Also klar, ich habe da nichts gegen und es ist wirklich toll, das zu machen. Also hier kann man das dosieren und man bekommt übrigens über 6 Tabletten am Tag jeweils 2 Gramm Freeform L-Arginin, dann 2 Gramm bekommt man L-Arginin AKG und dann nochmal 225 Milligramm HCl, also L-Arginin HCl. Also eine ganz tolle Sache. Und dann sind noch über 2000 Milligramm Rote Bete hochkonzentriert drin. Dann müsst ihr eine Menge Rote Bete trinken, um das zu erreichen. Also ist eine interessante Geschichte. Ich werde das mal probieren, mal sehen, wie sich das auswirkt. Ich habe das lange nicht gemacht, weil ich eigentlich auch keine Booster benutze. Aber das ist für mich ganz positiv, auch für mein Herz, für mein allgemeines Wohlbefinden. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Und ich berichte dann später. So, ja, bin voll im Training. Selbstversuch heute mit der roten Bete. Eins merke ich in jedem Fall: Ich habe mehr Energie, guten Pump und kann die Pausen kürzer machen. Ich trainiere eh nach einem System mit ganz kurzen Pausen, 15 Sekunden Pausen. Pause zwischen den Sätzen, also 8x8, Vince Gironda. Ich kann euch das sehr empfehlen. Fühlt sich super an. Man ist nicht im Tunnel, ist kein Koffein, aber grandios das Gefühl. Und so weiter. Probier das mal wirklich aus. Jo. Ja, hier bin ich wieder und Test ist abgeschlossen. Training war total super. Habe also einen super Pump gekriegt, habe gemerkt, oh, ich kann ein bisschen mehr schaffen. Also im Vergleich zu den nicht zulässigen Geschichten, Ephedrin, Koffein, was ich da probiert habe, ja, fühlt sich das natürlich viel besser an. Also vom Körpergefühl her, man ist nicht so im Tunnel. Gut, wer das liebt, der muss die knallharten Booster nehmen, kann ich nichts zu sagen.
Ich stehe mehr drauf, auf ein regelmäßiges Training, auf eine gesundheitsfördernde, positive Geschichte. Und das, mich hat das erstaunt, also wie gut man sich fühlt, wie gut man drauf ist. Ich habe immer noch einen Pump, also das ist immer noch da, volle Kanne. Und es ist, man kann das Produkt ja als 24-Stunden-Pump ansetzen. Wenn man also über den Tag verteilt diese 6 Tabletten nimmt, dann reiche ich permanent also NO an im Blut und damit habe ich eine positive Gefäßerweiterung, die wirklich also auch positiv gesundheitlich ist. Da gab es sogar einen Nobelpreis für und so weiter, für die Erforschung von L-Arginin. Da kann man wirklich nichts verkehrt machen. Wer vorsichtig ist, geht trotzdem zum Arzt, klärt das ab, ob das für ihn gut ist oder nicht. Aber den jungen Bodybuildern sei gesagt, also viele Sachen, die aus der Natur kommen, sind teilweise wesentlich besser wie das chemisch zusammengebautete Ader, was wir teilweise auf dem Markt haben. Die Sachen werden besser vertragen. Ihr baut langfristig positiv eure Muskeln auf. Und jeder muss das selbst entscheiden. Ich stehe auf diese gesundheitliche Seite, auf diesen Aspekt. Ich möchte nämlich gerne noch weiter gesund bleiben, auch in meinem Alter, und mich in eine gute Form bringen, auch in meinem Alter. Und wenn ihr jung seid, erst recht. Ja, deshalb werden wir auch bei Bodies International vermehrt Produkte bringen jetzt, die in diese Richtung gehen, in diese Schiene gehen. Ich sag mal nur Desiccated Liver Hefe Tabletten, Alfalfa und ähnliches. Das habe ich schon vor 30, 40 Jahren genommen und riesig hat das funktioniert. Ja, also nicht schlechter wie irgendwas anderes. Und natürlich, also eine Kelp-Tablette, also Meeresalgen, die also über ein paar hundert Spurenelemente enthalten, Mineralstoffe enthalten. Das, was der liebe Gott so zusammengebastelt hat, ist teilweise besser konstruiert als das, was wir chemisch so zusammenwursteln und so weiter. Denk mal an Vitamin C. Vitamin C ohne Bioflavin ist bedeutungslos. Das heißt, also in jeder Frucht in der, oder in jedem Lebensmittel, in dem viel Vitamin C ist, ist auch immer ein angemessener Bestandteil an Bioflavin. Der Körper verstoffwechselt das einfach besser. Das bezieht sich auf all diese Sachen. Das bezieht sich auf, auch auf diese rote Beete, auf diese Sachen. Mögen viele drüber lachen, ist mir eigentlich scheißegal. Könnt ihr gerne machen, bringt nichts und so weiter. Ich kann nur sagen, also trainiert mal erstmal 20 Jahre, seht gut aus, bleibt dann dabei und dann können wir uns weiter unterhalten. Und die Leute, die da Bock drauf haben, gesund zu bleiben und fit zu sein, und wirklich langfristig Muskeln aufzubauen und zu erhalten und Bock auf das Training haben, für die ist das wirklich ein geiles Produkt. Kann ich empfehlen. Ja, ist auch gut bezahlbar, ist nicht zu teuer, aber wirklich was ganz Tolles. Euer Wolfgang.